Feldkirch ohne Vereine ist nicht denkbar. Eine Gesellschaft ohne Ehrenamt und Freiwilligenarbeit würde erfrieren. Übrigens ist es nicht so, dass junge Menschen, das ist ein Vorurteil, dass junge Menschen sich weniger für Ehrenamt interessieren. Vielleicht passt ihnen oft das Format nicht, vielleicht möchten sie sich kurzfristig engagieren oder zeitlich begrenzt. Ist ja auch verständlich, weil sie viel mobiler sind als vielleicht früher junge Menschen. Und auch das können